Talking about my generation. Beide wollen uns mal nicht machen. Talking about my generation. Die Musik hat ja eine sehr wichtige Rolle gespielt. Das spielt sie ja heute bei Jugendlichen immer noch. Und es war ja in der DDR so, dass man die Musik, die man gerne gehört hat, nicht zu kaufen bekam. Westmusik schon gar nicht. Und dass die Bands, die aus den eigenen Reihen, also aus dem eigenen Freundeskreis kamen, das war nicht zu konservieren. Und ich habe schon sehr frühzeitig angefangen, so eine Bandgeschichten aufzunehmen, weil es ja immer Texte aus unserem Leben waren, die die Leute gesungen haben. Das gab es ja sonst nicht. Und dann haben wir ab 85 diese Kassetten auch weiterverkauft. Dann hat sich das rumgesprochen. Und dann sind aus allen möglichen Städten Leute gekommen. Ey, ich habe gehört, man kann bei euch aufnehmen. Klar, wir hatten den muffigen, feuchten, verschimmelten Keller. Da haben wir die Anlage reingestellt, das Schlagzeug in einem Raum. Ein Freund hatte eine Kiste gebaut, so eine ganz kleine Zigarrenkiste. Da konnte man 6 Kopfhörer anschließen, ein kleiner Verstärker drin. Und es hatte nicht einmal, kann ich mich entsinnen, alle 4 oder 5 Musiker einen Kopfhörer, der passte. Bei dem einen sind die Ohren weggeflogen, der nächste hat nichts gehört und beim dritten ging nur ein Ohr. Und irgendwie musste es gehen und irgendwie ist es auch gegangen. Weil wenn wir es nicht hingekriegt hätten, hätte es das nicht gegeben. Und ich bin dann immer zu Kirchentagen oder zu irgendwelchen Werkstätten, die Freunde in anderen Städten gemacht haben, bin ich immer mit einem Koffer voll Kassetten gefahren und habe die verkauft. So, du kostete eine Kassette im Einkauf 20 Mark. Das war schon Schweinegeld. Und ich habe die dann für 21 verkauft. Nachdem ich dann noch nächtelang im Fotolabor gesessen habe, um die Cover drauf zu kleben. Bis ich auf die Idee kam, es gibt doch hier Bastelsets. Es gab Bastelsets, die kosteten 10 Mark. Dann konnte man 2 Kassetten rausbauen, die musste man alle zusammenschrauben. Und manchmal waren auch ein paar Teile von einer Sorte zu viel drin, dafür fehlte was anderes, aber wenn man mehrere Tüten kaufte, ging das. Dadurch kosteten die Kassetten nur noch 10 Mark. Und dann habe ich sie für 15 oder 17 verkauft, konnte endlich das Fotopapier, was ich brauchte, das war ja auch teuer, und die ganze Entwicklungstechnik davon bezahlen. Und es blieb dann so mal Geld übrig, um mein technisches Gerät zu kaufen. Das nächste, was anstand, war ein Equalizer, damit wir überhaupt einen Einfluss auf Töne hatten. Und dann habe ich auf irgendeinem anderen Verkauf in Rostock einen Afex gekriegt. Das war ein Obertongenerator, der aus dem vorhandenen Audiosignal Obertöne generiert hat, die man zumischen konnte. Dadurch hat die Musik mehr Brillanz gehabt. Natürlich auch einen höheren Rauschpegel, aber der Mixer, den wir hatten, hatte sowieso schon Rauschpegel Windstärke 8. Stein auf Stein. Stein auf Stein. Die ersten Medien, die ich in der Jugendarbeit erlebt habe oder der offenen Arbeit in der DDR in den 70er Jahren, waren Musik. Und dann hört es schon fast auf. Wenn man denn es überhaupt geschafft hatte, nach mehreren Jahren Suchen, ein Tonband aufzutreiben. Und die ersten wogen 20 Kilo, die konnte man also auch kaum durch die Gegend tragen. Die brauchten 5 Minuten, bis sie warm wurden, weil die Röhren so lange gebraucht haben. Ja, und dann kam irgendwann Dias dazu. Da hat man die Dias an die Wand geschmissen, dann kam die Musik dazu. Und Ende der 70er Jahre, denke ich, waren wir schon so weit, dass wir damit auch Spielereien gemacht haben. Dann wurde so ein hohles Dia entwickelt, mit Wasser hat man Tuscherei getropft. Und dann gab es ein paar Effekte an der Wand. Nachdem wir alle möglichen Sachen ausprobiert hatten, über die Dias, die Diatonserie, es war einfach ein bewegtes Bild dran. Ich kriegte dann durch Zufall, 84 habe ich eine Kamera billig von jemandem abkaufen können, eine russische Quarz zum Aufziehen, die musste man 2-3 Mal aufziehen. Dann lief die ungefähr eine Minute und dann musste man sie wieder aufziehen. Das heißt, die Kassetten, die da reinkamen, hatten genau 3 Minuten Film. Und wenn man 3 Mal aufgezogen hat, waren die 3 Minuten abgefilmt. Und wenn man nicht aufpasste, schmiss man dann eine halbe Minute weg beim Schnitt. Und da aber so eine Kassette 20 Mark kostet, das heißt, das waren 5% eines Durchschnittsmonatsverdienstes, musste man sich das sehr genau überlegen. Ich hatte also eine Kamera und habe einfach angefangen, mal hier und da drauf zu halten. Und dann kam mir die Idee, eigentlich wäre das genau die Geschichte, dass die Leute, mit denen ich tagtäglich zu tun hatte, die auch als Jugendliche immer wieder in die offene Arbeit kamen, mit denen was zu ihrem Leben zu machen oder aus ihrem Leben.
Und dann habe ich so eine Story entwickelt, habe auch mal mit ein paar Leuten drüber gelabert und zum Schluss habe ich, denke ich, anderthalb Jahre gebraucht, um diesen anderthalb Stunden Film abgedreht zu haben. Das waren sogar fast 2 Jahre. Also es gab ja eine Gruppe von Leuten, die da hauptsächlich mitgemacht haben. Und der Hauptdarsteller, der Jolli, von dem wurden natürlich auch Sachen aus dem Leben im Prinzip im Film verarbeitet, manchmal etwas verfremdet. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte mit dem Omer-Frühstück. Das ist aus einer Spinnenrunde entstanden. Wir haben da gesessen, haben gesprochen, eigentlich müssten wir mal auf dem Platz frühstücken. Ja, und dann haben die gefrühstückt. Ich war aber die Wochenende nicht da, ich konnte den Film. Also habe ich im Nachhinein dann leider nur die Fotos verwenden können. Ich fand es schade. Aber das ist halt, wenn Jugendliche was machen, ist das immer sehr spontan. Und wenn man da nicht da ist, hat man halt Pech gehabt. Das ist ja auch heute noch so. Die Aufnahmen über die Kommune Zwetzengasse. Die Leute, die im Film auftreten, wenn es um Szenen geht, wie Jolli da einzieht und was da so passiert, die wohnten alle nicht da, weil die waren immer gerade nicht da, wenn ich da drehen wollte. Und da habe ich halt andere genommen, habe die gefragt, habt ihr Zeit? Und wenn ich was filmen wollte in einem geschlossenen Raum, musste ich vorher ungefähr 1500 Watt Licht aufbauen. Ohne dem ging es nicht. Und damit war eh schon für alle klar, da passiert jetzt irgendwas. Nach dem ersten halben Jahr hatte sich das rumgesprochen, dass hier ein Film entstehen soll über offene Arbeit und Beziehung und Liebe und Frust und Politik. Ja, und dann haben wir im Vorfeld, da habe ich dann immer mit den Leuten geredet, die Szene, die ich drehen wollte, und dann haben wir das so organisiert. Und bei den Massenszenen der JG mussten wir ja auch immer Licht aufbauen. Und das hieß also, ich habe das Licht hingestellt, ich habe dann die Kamera aufgezogen, habe dann gesagt, so, ihr stellt euch jetzt mal so hin und ihr stellt euch so hin. Und bei der Szene, wo der Jolli durch die Tür der JG läuft, da waren gerade mal 15 Leute da. Die habe ich alle um die Tür postiert, das sieht aus, als müsste der sich durchdrängeln. Also die übliche Verarschung wie im richtigen Leben auch beim Film. Also Szenen bestehen ja eh aus unterschiedlichen Schnipseln. Und das war ja Filmmaterial. Es gab also zum Kleben gab es eine Klebepresse. Da hat man den Film vorher abgeschnitten, angerautet, dann hast du da so eine Art Aceton drauf gemacht, der hat den Film leicht angelöst und dann kam die Presse dazu und dann waren die beiden Teile miteinander verbunden, wenn man eine Minute auch noch mit der Hand festgedrückt hat. Und ich weiß nicht, wie lange ich gesessen habe, auf jeden Fall länger, als ich heutzutage an einem Videoschnitt sitze. Also die erste Aufführung des Filmes überhaupt gab es kurz bevor die Leute von Erdrem ausgereist sind, im Frühjahr 87, da war er fertig. In meiner Wohnung. Und das war also die folgendermaßen ab. Ich hatte 2 Projektoren. Einen russischen und einen tschechischen. Und bei dem russischen mussten wir alles manuell einfädeln. Bei dem tschechischen konnte man schon so durch. Und dann hatte ich ja die Musik. Es gab ja keine Sprache. Ich habe also dann nach den Szenen die Musik von der Stimmung her auf eine Kassette geschnitten. Ich hatte also 4 Kassetten. Und ich musste darauf achten, dass die Kassette nicht zu Ende ist, wenn die erste Filmspule zu Ende ist. Alle 20 Minuten war die erste Filmspule zu Ende, dann klipste ich also im laufenden Betrieb den 2. Projektor ein. Kurz darauf war die Musikkassette zu Ende, daraufhin klipste ich die nächste Kassette an, sodass das nahtlos ineinander übergehen konnte. Und dann stand ich immer noch an dem Geschwindigkeitsregler des Projektors, damit also auch die Musik wenigstens zu der Szene, wo sie zu Ende sein sollte, zu Ende ist. Das war ein Riesenaufwand. Wir hatten ja sehr viele Freundesbeziehungen so in die ganze DDR. Ob das Rostock war oder Dresden oder Suhl, es war scheißegal, irgendwo kannte man immer jemanden. Und das sprach sich einfach rum und dann kamen Leute und sagten, hier willst du das Ding nicht mal bei uns aufführen. Und 1987 gab es in Berlin einen Riesenkirchentag. Und im Vorfeld gab es also auch Gespräche mit Vertretern der offenen Arbeit aus mehreren Städten, ob dieser große Kirchentag nicht ein bisschen sabotiert werden sollte von uns mit einem eigenen Kirchentag. Es kam dann auch zu einem Kirchentag von unten und da war klar, da wird dieser Film laufen. Nebenbei hatte mich noch vom offiziellen Kirchentag auch ein Vertreter eingeladen, diesen Film dort zu zeigen. Ich hatte nur das Problem, wie komme ich dahin? Das war ja auch alles sehr offiziell gelaufen. Das heißt, es war klar, die staatlichen Stellen, also auch Staatssicherheit, wissen, was wir vorhaben. Die werden versuchen, was zu verhindern. Und eine Woche bevor das überhaupt losging, stand schon wieder ein Auto bei mir an der Straße, was man genau mitkriegte, weil in dieser Straße standen sonst nur 3 Autos. Und wenn da plötzlich ein 4. stand, das auch noch im Lader war, wusste ich ganz genau, aha, sie gucken gerade, was passiert. Und da gibt es eine lustige Story.
Ich habe natürlich Schiss, die ziehen mich hoch und die fädeln auch den Film hoch und das wollte ich ja nicht. Und dann habe ich mit dem damaligen Stadtjugendpfarrer und dem damaligen Sozialdiakon folgende Geschichte verabredet. Ich habe allen Leuten gesagt, ich fahre dahin und ich fahre den Tag dahin. Und dann habe ich also die Absprache getroffen mit den zwei, dass wir uns einen Tag eher treffen. Weil was ich offiziell erzähle, davon bin ich ausgegangen, wissen die Herrschaften. Also habe ich mir gedacht, dann muss ich mit zwei Freunden absprechen, dass ich nach ihr fahre. Und das lief folgendermaßen ab. Ich hatte ein Moped und ich habe meine Projektoren in den Rucksack gepackt und das Kassettenteil umgehängt, bin aufs Moped gestiegen, habe meine Kapuze zugemacht, Helmpflicht gab es nicht, Brille vor und bin zum Jürgen Hoffmann gefahren, der war damals Sozialdiakon. Dort wartete bereits der Uli Kasparik, der genauso eine grüne Jacke hatte wie ich. Und dann hat er einfach meinen Rucksack mit Lumpen aufgesetzt und seine Kapuze und ist auf mein Moped gestiegen und zurückgefahren. Das Auto, was mich eh schon begleitet hatte, ist hinter ihm hergefahren. Und die haben gedacht, ich bin das. Und nachdem die weg waren und auch die Bewacher weg waren, bin ich beim Jürgen Hoffmann ins Auto gestiegen und er hat mich nach Berlin kutschiert. Das dauerte dort ein paar Stunden, da hatten die uns wieder, aber ich wusste, der Film ist in Sicherheit und der war also auch verhältnismäßig sicher gelagert. Und damit war das mir alles weitere völlig schnurz. Und nachdem der Bischof also auch grünes Licht gegeben hat, dass wir diese Kirche kriegen, sie nicht besetzen müssen und das einen offiziellen Charakter gab, war das doch alles gar nicht mehr so schlimm. In dem Zusammenhang gleich nochmal, ich wollte natürlich auch, dass das noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit kriegt. Dann hat mir ein Freund, der 83 nach dem Westen ist, der hatte die entsprechenden Beziehungen in West-Berlin und der hat also Folgendes organisiert. Als erstes kam irgendwann mal eine Kamera über die Grenze, die hat in Berlin die Umweltbibliothek gehabt und haben da immer mal Sachen aufgenommen. Und mit dieser Kamera habe ich mich dann in einer Wohnung eines Berliner Freundes getroffen, das war 88, früher, war noch kühl und Ofenheizung und feuchte, muffige Buchte. Und dann haben wir den Film an die Wand geworfen, mit dieser Westkamera abgefilmt. Danach habe ich den in Berlin ein paar Freunden gegeben. Und die haben irgendwann über Kanäle, die ich gar nicht wissen wollte, es geschafft, diesen Film nach West-Berlin zu schaffen. Und dann gab es 88 in West-Berlin ein Super-8-Film-Festival und da sollte er laufen. Tja, die Berliner haben natürlich nicht damit gerechnet, dass die Stadtsicherheit in West-Berlin, es ist eine ihrer leichtesten Übungen, ist, den Film verschwinden zu lassen. Der ist auch verschwunden und zwar in der Nacht vor der Aufführung in diesem Kino aus dem Archiv des Kinos. Damit war er weg. Es gab zwar ein Programm, da stand er auch drauf, gelaufen ist er nie. Eine Sekunde Film besteht normalerweise aus damals 18 Bildern. Im normalen Film sind es 25. Und wenn ich mit 24 gefilmt habe und habe das mit 18 wiedergegeben, hatte ich sogar so einen leichten Zeitlupeneffekt. Oder umgekehrt, ich habe mit 8 Bildern gefilmt und hatte dann einen Zeitraffer. Das ging ja anders nicht zu machen. Also ich weiß nicht, wie viel Nächte ich gesessen habe. Jedenfalls waren es viele Nächte, bis das Ding mal fertig war. Und dann immer vor der Lupe und dann oben da angucken, wo bist du denn jetzt und zählen mal schnell die Bilder ab. So habe ich das dann auch beim Zusammenschneiden der Musik gemacht. Dass ich anhand von Bildern und wie viele Bilder in der Sekunde ablaufen, wusste ich, wie lang ungefähr die Musik sein muss. Das habe ich dann nochmal mit der Stoppuhr gemacht und zum Schluss kam dann die Musik aufs Band. Naja, ich hatte ja eigentlich, als ich die Kamera gekauft habe, überhaupt keinen Plan vom Film. Außer, dass ich Kinofreak war und ich denke, das war so Intuition, dass ich es also auch drauf hatte, Großaufnahmen zu machen. Mit so einer komischen Kamera mit einem Griff, wo das Zoom immer klemmte, dann war es verwackelt. Aber zweimal drehen war nicht drin. Das wäre einfach zu teuer geworden und ich denke, wir hätten den Film auch schneller fertig gehabt als in knapp 2 Jahren, wenn mehr Geld da gewesen wäre. Ich habe also immer, wenn Zahltag war, habe ich eine Kassette gekauft. Und wenn ich mal irgendwo noch ein bisschen Trinkgeld gekriegt habe, dann waren es halt auch 2 Kassetten. Aber mehr war nicht drin und deswegen hat es halt ewig gedauert. Nachdem dieser Film bei diesem offiziellen Kirchentag gelaufen ist und beim Kirchentag von unten, haben natürlich 2.000-3.000 Leute aus der ganzen Republik diesen Film gesehen. Und beim Kirchentag von unten waren eigentlich alle Gruppen der offenen Arbeit, die so in der DDR verteilt vor sich hin wirkten, waren vertreten. Und es passierte automatisch, dass die den Film sahen und sagten, oh, den will ich daheim mit unseren Leuten auch zeigen. Und dann gab es eine Einladung nach der anderen. Da ist man nach Rostock gezuckelt mit dem Zug oder nach Magdeburg. Oder auch mal nur nach Weimar oder nach Gera oder nach Erfurt. Und immer mit der Stasi im Nacken. Und immer so
mit diesem dummen Gefühl, es könnte irgendwie mal, aber was ich im Nachhinein mitgekriegt habe, die wollten nicht den Film hochfädeln, sondern die wollten gucken, wo knüpft der mit diesem Film Kontakte und wo können wir denn da gleich noch einmal ein paar mehr Leute unter Beobachtung kriegen. Das, denke ich, war ihr Ziel, ansonsten hätten sie ihn hochgezogen. Ich habe durch die Filmgeschichte natürlich Leute in der DDR kennengelernt, ab 87, die auch Filme gemacht haben. Und ich habe dann 88 hier in Jena sowas wie eine Filmwerkstatt organisiert und habe ganz viele Leute, die Filme gemacht haben, eingeladen. Und was mir bei dieser Veranstaltung, bei der ersten aufgefallen ist, die waren alle sehr kunstvoll, das heißt sehr dadaistisch, würde ich fast sagen. Also die Leute, die diese Filme gemacht haben, haben natürlich reale Aussagen so verpackt, dass ihnen also auch politisch keiner hätte einen Strick draus drehen müssen. Und eine dadaistische Szene kann man staatsfeindlich auslegen, man kann sie aber auch anders auslegen. Und ich denke, das war einer der Gründe. Und meine Filmsachen fielen dann ein Stückchen raus, weil es eigentlich mehr die dokumentarische untere Ebene war. Also es war nichts Überhöhtes und Verfremdetes, sondern es war Realität. Und es war mir, denke ich, wichtig, dass die Leute, mit denen ich das gemacht habe, hinterher auch sich selber von der Leinwand sehen und mitkriegen, das ist mein reales Leben. Und ich denke, dass das also auch bei manchen in der Nachschau, also die haben da den Film gesehen und da sind also auch Storys drin, die so nicht geplant waren. Ich habe irgendwann mal bei einer Szene gesagt, pass auf, du malst dir jetzt mal ein blaues Auge, weil ich habe gerade so eine Geschichte, dass du mit deinem Freund Stress hast und deswegen zu Hause ausziehst und eine Frauen-WG aufmachst. Und ein Vierteljahr später hatte die ein echtes blaues Auge. Und es ist genauso eingetroffen, wie wir das gestellt haben, ohne dass das vorher jemand ahnen konnte. Das sind so Geschichten aus dem realen Leben und ich denke, dass das reale Leben auch so dargestellt werden sollte, wie es ist. Auch mit ein paar kleinen Tricks bleibt es für mich trotzdem das Leben, wie es war. Ja. Ausgangspunkt der ersten Filmgeschichten war ja die offene Arbeit in Jena in der JG Stadtmitte. Und das war eigentlich ein verhältnismäßig räudiges Haus mit einem feuchten, muffigen Keller. Und überall nur irgendwelche bunt angemalten Stühle, die halb kaputt waren oder Matratzen, weil gerade kein Geld da war. Und mit einem Hof, wo regelmäßig Kropfmüll rumlag. Und ich denke, das hat mich dazu inspiriert, das Pseudonym, unter welchem der erste Film entstand, Hinterhof Production. Da gab es ja dann auch, habe ich ein großes Plakat gemalt, habe das auf diesen Müllhaufen geschmissen, habe dann von oben aus dem Fenster auf diesen Müllhaufen gehalten und hatte somit den Vorspann à la Paramount oder wie die ganzen amerikanischen Dinger hießen. Und da gab es auch immer mal so einen Löwen, der da die Fresse aufriss und brüllte. Und ich hatte den alten Holzlöwen auf dem Schrank stehen und da haben wir den halt in die Kamera gedreht. Man musste die auch noch ein bisschen verklapsen, man musste ja mitteilen, also Leute, ihr macht zwar schöne Filme, aber wir können das auch schon. Jena war ja über viele Jahre immer, es war immer irgendwas anders als in anderen Städten und ich kann das nicht so genau definieren. Ich denke, es war einmal die offene Arbeit, die vieles geprägt hat, die auch vieles miteinander verknüpft und verbunden hat, auch Gruppen miteinander verbunden hat, die eigentlich miteinander nichts zu tun gehabt hätten. Und auch immer diese Mischung aus Prolls und Hilfsarbeitern und Oberschülern und Studenten. Und wo waren wir gerade? Bei Globus. Ja, also Jena war schon immer irgendwo ein Zentrum, auch wenn heute Leute sagen, es ist das Zentrum des Widerstandes, ist alles Quatsch. Aber es waren Leute, die ihr eigenes Leben versucht haben zu leben. Und was bietet sich dann an, als zu sagen, okay, wenn Jena für uns das Zentrum ist, dann müssen wir das doch optisch darstellen. Und diesen alten Globus, den ich da noch hatte von meinem Vater, wo noch die deutschen Grenzen von was weiß ich wann drauf waren, hat man ja nicht gesehen. Und da gab es dann halt die Geschichte mit ihm. Und es war alles schön. Also es gab ein paar Szenen, da habe ich echt lange überlegt, wie kriegst du denn das hin, ohne dass es Ärger gibt. Also ich denke an die Szene von der Verhaftung vom Jolli. Stellt man sich den Normalbürger vor, der ja eh schon ein Problem mit Langhaarchen hatte. Und dann kriegt irgendein Opa hinterm Fenster mit, dass da ein paar verstrunzte Gestalten hier die Ordnungsorgane lächerlich machen. Wenn der also angerufen hätte, dann hätten die uns gleich weggefangen, das wäre staatsfeindliche Hetze oder Herabwürdigung geworden. Ich habe also lange überlegt, wo mache ich das, wann mache ich das, wo sind die wenigsten Leute auf der Straße oder gar keiner. Und es musste ja außerdem genug Licht sein. Und irgendwann war ich soweit und dann haben wir uns verabredet zu viert.
ein Freund von mir aus so einer kleinen Drogerie, der hatte ein Lada, also das typische Stasi-Auto, weil der ein Kombi brauchte, um sein Zeug immer da aus dem Großmarkt einzukaufen. Und der hat gesagt, okay, ich fahre, der wusste auch nicht so, was es genau geht, außer dass da mal drei Leute in sein Auto einsteigen sollen. Und dann habe ich alle 20 Sekunden habe ich die Kassette gewechselt. Es war so, du hast 20,50 Mark für so eine Kassette bezahlt, da war die Entwicklung bereits inbegriffen im Preis. Das hast du nur ins Kopierwerk schicken müssen. Und ich habe also jede kleine Unterszene dieser Gesamtszene auf eine andere Kassette aufgenommen und habe dann erst eine Kassette, wo dann auch noch ganz andere Aufnahmen drauf waren, ins Kopierwerk geschickt. Und erst als die zurück war, habe ich die nächste ins Kopierwerk geschickt. Das ist, dass keiner die Chance hat, diese Szene eventuell sich auszumalen, was wir denn da gedreht haben. Und als es um die Geschichte des Auszugs von Jolli aus der mütterlichen Wohnung ging, da findet mal eine Mutter, die sagt, in meiner Wohnung dürft ihr sowas machen. Also haben wir das dann zum Schluss in der Wohnung eines Freundes in Lobeda gemacht, dessen Mutter gerade nicht da war. Und die Mutter von einem anderen Freund, die verhältnismäßig locker war, hat dann in dieser Szene die Mutter vom Jolli gespielt, obwohl sie gar nicht seine Mutter war. Und das hat einigermaßen gut funktioniert, außer dass die Wohnung so eng war und ohne Weitwinkel war eh alles schon sehr eng. Und dass der da eine Zahnbürste noch einsteckt, das kriegt man auch nicht so richtig mit. Aber irgendwo haben es die Leute damals ungefähr, denke ich, begriffen in groben Zügen. Da fällt mir gleich noch so eine Szene ein. Es gab hier einen der damaligen Jugendlichen, der prädestiniert war dafür, diesen Stasi-Offizier zu spielen. Und dann gab es ja diese Szene, wo der besoffen da am Straßenrand sitzt und auch die alte Oma noch guckt und dann der Jolli ihm helfen will und der den erstmal wegscheucht. Und dann sollte einer einen Polizisten spielen, der ihn kontrolliert, der zeigt seinen Ausweis, der Polizist salutiert und geht wieder ab. Er hat natürlich keine Uniform. Das war 86, hat ein Freund so eine alte Försteruniform irgendwo ersteigert. Und genau als wir diese Szene drehen wollten, hatte der die verscheuert. Die war also nicht mehr zu kriegen. Und da hat er halt eine grüne Jacke gehabt und hat auch eine Wasserpistole hier so in seiner Jeans, aber die sieht man im Film natürlich auch nicht, weil bei der Szene hatten wir doch eine verhältnismäßig belebte Straße. Und ich hatte einen wahnsinnigen Schiss, dass das ganze Ding schief geht. Und deswegen habe ich das Ding gedreht, eingepackt und weg waren wir wieder. Ich hätte gerne manche Sachen im Nachhinein noch einmal besser gemacht, aber das haben wir uns einfach nicht getraut. Und damit musste es dabei bleiben und besser ist es halt nicht geworden. Aber ich denke, es musste ja auch Spaß machen. Die Leute haben herzlich gelacht bei diesen Szenen. Und ich habe meinen Frust rausgelassen. Oder die Geschichte in der Kneipe. Das war ja keine Kneipe, das war der Gemeinderaum. Den haben wir zu einer Kneipe umgebaut. Und der Kellner war halt ein Kurzgeschorener, der damals gerade in der Gruppe rumsprang. Und wir haben die Szene so gestellt, wie es im realen Leben hätte sein können oder wie wir es selbst oft genug erlebt haben. Man kommt da rein, der Kellner sieht einen, sagt, Jungs, für euch ist hier nichts frei. Und dann geht man wieder. Ich denke, es wurde im Laufe der Jahre auch ein bisschen einfacher. Weil ja so ab 88 entwickelte sich ja doch schon manches etwas anders in der DDR. Und es gab mehr Leute, die meckerten, die Ausreisewellen waren im vollen Gange. Und ich denke, es war nicht mehr ganz so gefährlich, aber ich kann es nicht einschätzen. Und wahrscheinlich so wie der Olli das gesagt hat. Also wir waren, oder auch ich war, denke ich, verhältnismäßig blauäugig. Ich habe damals also bewusst nicht drüber nachgedacht, was ist wenn, was die Gefahr betraf. Auf der anderen Seite, wenn man was unbedingt will, dann ist einem eigentlich die Gefahr auch scheißegal. Ne?